Hallo Freunde, zu meinem zweiten Teil des Videos. Mein russischer Chronograph geht nicht mehr, der braucht eine Revision, die mache ich mir alleine. Nachdem wir jetzt die Teile zerlegt haben, nachdem wir sie gereinigt haben, bauen wir sie wieder zusammen. Viel Spaß! Und los geht's direkt mit dem Federhaus. Ich habe das Federhaus schon gereinigt. Jetzt werde ich es öffnen, um es noch zu ölen. Öffnen geht mit einem Schraubenzieher ganz gut. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, damit ihm einem beim Öffnen nicht gleich die Feder entgegenspringt. Nun ist das Federhaus offen. Also kommen ein paar Kleckse Öl. Und dann können wir es auch schon wieder schließen. Feder ist in Ordnung. Falls eure Uhr so gar nicht, gar keine Kraft hat, keine Power hat, liegt es oft am Federhaus, dass das da irgendwie kaputt ist, dass die Feder rausgesprungen ist, dass die Feder gebrochen ist oder total verdreckt ist. In jedem Fall immer öffnen, reinschauen, reinigen, ölen. Ganz wichtig. Das ist der Motor eurer Uhr. Zusammengebaut wird in umgekehrter Reihenfolge wie das Auseinanderbauen. Auf die Lagersteine einen kleinen Tropfen Öl. Welches Öl ich dazu verwendet habe, findet ihr in der Infobox. Die Sache habe ich etwas vorgespult, denn die ist echt fummelig. Beim Zusammenbauen macht es auch Sinn, irgendwelchen Handschutz zu tragen. Sei es Gummihandschuhe, sei es die Fingerlinge, auch die sind in der Infobox verlinkt. Aber in jedem Fall lasst euer frisches, sauberes Werk und die Teile staubfrei, fettfingerfrei und auch irgendwelche Schuppenhaare sollten alles nicht mehr drin sein jetzt. Daher auch die Staubglocke, wo die Teile gelagert werden bis zum Einbau.
schon können wir die erste Brücke wieder aufsetzen. Immer mal zwischendurch testen, ob alles schön freigängig läuft. Auch hier gilt das Motto, wie überall, nach Fest kommt Lose. Das ist unser Klickspring, der sollte nach Festschrauben beweglich bleiben. Der verhindert, dass das Federhaus sich wieder entspannt, wenn wir es aufziehen. So, vorwärts geht, aufzugseitig, rückwärts geht nicht, Klickspringen hält fest. Genauso soll es sein. So, hier haben wir das Kupplungsrad.
Das überträgt die Sekunde zur Stoppsekunde, sobald wir sie einschalten. Das Lager wird beidseitig geölt. Das Kupplungsrad am Anfang noch nicht ganz festmachen. Da muss erst noch die Feder unter dem Kupplungsrad vorgeholt werden. Seht ihr da? Jetzt könnt ihr es festschrauben, aber nur so fest, dass es trotzdem beweglich bleibt. Wenn ihr es zu fest macht, seht ihr hier, bewegt sich es nicht freigängig. So, perfekt. Hier haben wir Stopp-Minutenrad, auch da die Welle leicht eingeölt. Hier haben wir die Schaltbrücke, auch da das Rad, die Lager. Jeweils von beiden Seiten ein Tropfen Öl. Stoppsekundenrad und die Brücke, die Stoppsekunde und Stoppminute verbindet, jeweils leicht geölt. Normalerweise hat sich die Brücke nicht so beim Aufsetzen, aber hier hat sie sich irgendwie geziert.
immer mal wieder testen, ob alle Räder freigängig sind. Dann haben wir hier den Rücksteller für den Chrono. So, das ist die Feder für die Drücker, damit die wieder zurückspringen. Die muss unten zwischendurch reingefädelt werden. Und das ist der Drücker für den Auslöser vom Chronographen. Hier ist besonders darauf zu achten, dass in dem Gelenk eine Art Y-Stellung ist. Und da muss man darauf achten, dass diese Brücke dazwischen ist. Wenn es nicht dazwischen ist, funktioniert der Stopper nicht. Also genau so machen, wie ihr es hier seht. Ganz wichtig. Bei den Schrauben wieder aufpassen, Linksgewinde. Schauen, alles beweglich, ja, super. Dann haben wir alles richtig gemacht. Dann können wir das Werk umdrehen und uns an die Vorderseite machen. Hier habe ich die Lagersteine bereits gereinigt und wieder eingebaut. Das ist so klein, das funktioniert nur mit Lupenbrille. Ist jetzt hier auf dem Video schwer zu zeigen. Da hättet ihr nur meinen Hinterkopf gesehen. Da habe ich es hier und bei der Unruhwelle schon mal vorbereitet. Bei dem kleinen Springring müsst ihr echt vorsichtig sein. Wie ihr seht, ist der echt klein, leicht und springt schnell weg und ist verdammt schwer wiederzufinden. Also ganz behutsam den reinmachen. Ihr wisst, was ich meine.
So, die Stege, wo die Zahnräder aufkommen, werden geölt. Wie gesagt, das Öl findet ihr in der Videobeschreibung, den Link dazu. Wichtig ist immer nur ein ganz, ganz, ganz bisschen zu nehmen. Zu viel Öl schadet dem Uhrwerk, verharzt schnell, verklebt schnell, führt dazu, dass das Uhrwerk nicht vernünftig läuft. Da ist die Devise, weniger ist mehr. Aufzugswelle einfetten. Das Fett muss nicht umlaufend an jedem Zahn verteilt sein, es verteilt sich nachher beim Bewegen von allein. Bei dem Hebel darauf achten, dass der in die Nut vom Zahnrad sitzt. Genau so. Das Teil sorgt für den nötigen Federdruck. Wenn ihr mit der Nadel auf den Auslöser drückt, um die Aufzugswelle rauszuziehen, und wenn ihr da zu tief reindrückt, dann springt das Teil einfach raus. Oder überspringt sozusagen, und da auf der Seite nachher die Datumscheibe drüber liegt und das Zifferblatt, ist es schwer da ranzukommen und macht euch eine Menge Arbeit, wenn ihr diesen Späbel zu tief eindrückt. Dann müsst ihr bis hierhin das Werk auseinanderbauen, um den wieder in die richtige Stellung zu bringen. Testen, ob alles soweit läuft und funktioniert, freigängig ist.
So, hier haben wir das Schaltrad für die Datumscheibe. Wenn wir beim Auseinanderbauen darauf geachtet haben, in welcher Stellung sich das Zahnrad im Zahnrad befindet, dann können wir es jetzt am besten gleich wieder so einbauen. Dann sparen wir uns nachher die Justierung. Falls ihr das Schaltrad einstellen müsst, das Rad braucht 3 volle Umdrehungen, um einen Tag zu schalten. Und wenn es geschaltet hat, müsst ihr es ca. 1 Stunde zurückdrehen, auf 11 Uhr in etwa. Dann muss das Rad wieder rückwärts an der Datumscheibe vorbei, ohne dass die Datumscheibe rückwärts mitzunehmen. Wenn dann wieder vorwärts geschaltet wird, muss das wieder mitnehmen. So ist die Schnelldatumsverstellung. Den Anker bitte nicht mit Alkohol spülen, denn die Lagersteine, die Rubinen da drinnen sind mit einem Schellack aufgetragen und der kann sich lösen, sobald man harte Lösungsmittel verwendet. Daher den nur vorsichtig reinigen und auch nur ganz leicht wieder ölen hinterher. Hier seht ihr das Metallplättchen auf der Unterseite der Unruh. Denkt dran, die auch wieder mit einzubauen, denn zu viel oder zu wenig von diesen Plättchen führen dazu, dass die Uhr in verschiedenen Lagen sehr, sehr unterschiedlich läuft.
Jetzt haben wir das Werk soweit wieder zusammengebaut. Jetzt muss es wieder in die Uhr eingebaut werden, reguliert werden und unter Umständen entmagnetisiert werden. Hier nochmal, wie die Datumsverstellung funktionieren sollte. Eine Runde, zwei Runden, jetzt kommt die dritte Runde, jetzt sollte es schalten. Und beim Rückwärts sollte es nicht schalten. Genauso. Jetzt den Gang regulieren. Leider hat die Uhr keine Feinregulierung, aber so geht's auch. Nun kommen wir dazu, Zifferblattzeiger wieder aufzusetzen. Wie ihr seht, habe ich genau die jetzt auf 12 Uhr gestellt. Woran sehe ich das? Das Datum hat gerade geschaltet. Also setze ich den Stundenzeiger jetzt auf 12. Geh nochmal zurück und bleib kurz vor dem nächsten Tag stehen, denn bevor ich die 12. Stunde schlage, sollte das Datum noch nicht geschaltet haben, sondern erst ganz kurz danach. Zack, 7 Minuten nach 12 schaltet das Uhrwerk auf den nächsten Tag. Um die Chronozeiger auf 12 Uhr Stellung zu bringen, müssen wir natürlich sicher sein, dass die Nullstellung vom Schaltwerk gegeben ist. Ihr werdet sehen, dass ihr die Zeiger nicht exakt auf 12 Uhr gestellt bekommt. Da gibt es einen kleinen Trick. Ihr haltet hinten die 0 Uhr Stellung fest und schiebt die Zeiger genau auf 12 Uhr. Aber sehr vorsichtig und nur für ein kleines Stück. So sollte es nach der Nullstellung aussehen. Jetzt der Sekundenzeiger, der hat keine spezielle Stellung. Und bei der Stoppminute das gleiche wie bei der Stoppsekunde, die soll natürlich auf 0 stehen, sobald auch die Nullstellung geschaltet ist. Auch hier könnt ihr den Nullsteller hinten festhalten und den Zeiger leicht nachjustieren. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, schreibt es mir in die Kommentare und lasst mir ein Abo da. Die Links zu den Materialien und zu den Werkzeugen, die ich verwendet habe, findet ihr in der Infobox unter dem Video.